Es war ein Zieleinlauf, der an Dramatik nicht zu überbieten ist. Bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang musste sich der deutsche Biathlet Simon Schemp beim Massenstart erst im Fotofinish geschlagen geben. Der Franzose Martin Foucault lag mit nur einer Fußspitze vorne. Für den 29-jährigen Schemp blieb die Silbermedaille und damit die erste olympische Einzelmedaille seiner Karriere. Die Freude darüber ist viel größer als die Enttäuschung darüber, dass der Olympiasieg so knapp verpasst wurde, sagt Biathlon-Bundestrainer Marc Kirchner. Ja, dann hat er auf alle Fälle erstmal eine Silbermedaille gewonnen. Das steht erstmal ganz oben an. Ich glaube, man muss sehr froh und sehr, sehr dankbar sein, wenn man bei möglichst jedem Rennen in dem Bereich mitlaufen kann, wo es um die Medaillen geht. Und das ist uns recht häufig gelungen in den letzten Tagen. Und ich denke, das sollte man auch so für sich selber und auch überhaupt so bewerten, dass das erstmal im absoluten Vordergrund steht. Ich glaube, in unseren Massenstarts und Verfolgungsrennen gab es schon häufig solche knappen Entscheidungen. Auch der Simon hat schon zweimal die Fußspitze vorne gehabt. Diesmal war er es nicht. Für Foucault war es das zweite Gold in Südkorea und sein vierter Olympiasieg insgesamt. Dabei hatte er eigentlich zuerst gedacht, dass Schemp ihn überholt hatte. Ich bin erschöpft. Es war ein sehr intensiver Tag, ein emotionales Rennen mit unerwarteten Entwicklungen. Wir sind bei den Olympischen Spielen. Es ist das vierte Rennen in knapp einer Woche. Und natürlich ist das sowohl eine körperliche wie auch eine psychische Erschöpfung nach Rennen wie heute Nacht. Ich hatte zunächst das Gefühl, dass ich eine große Chance verpasst habe. Als ich dann gemerkt habe, dass es doch gereicht hat, war die Freude groß. In den Staffelwettbewerben stehen die nächsten Entscheidungen im Biathlon an. Es bleibt also spannend.